sehr vernünftig in dieser Zeit der Pandemie miteinander umgehen, aufeinander Acht geben und auch Masken tragen. Das war heute auch Thema im Präsidium und Bundesvorstand der CDU Deutschlands. Unser klarer Appell an alle, auf Sicherheit Wert zu legen, nicht unvorsichtig zu werden. Corona macht keine Ferien. Wir alle wissen, auch wenn wir besser als viele andere Länder durch diese Pandemie bisher gekommen sind, ist noch kein Grund zur Entwarnung, sondern insbesondere zur Rücksichtnahme. Es geht auch darum, dass wir möglichst viel testen, und zwar so testen, wie die nationale Teststrategie es vorsieht. Wir haben ferner in den Gremien über die Zustände in der Fleischindustrie gesprochen. Dort ist unser klares Bekenntnis dazu, dass wir das alles, was jetzt noch einmal sehr deutlich geworden ist, an Missständen beseitigen müssen. Fleisch darf nicht zur Ramschware werden. Es müssen vernünftige Preise bezahlt werden und vernünftige Bedingungen eingehalten werden. Diese Bedingungen beziehen sich auf das Tier, auf das Tierwohl, aber natürlich auch auf das menschliche Wohl. Das Wohl aller, die in der Fleischindustrie arbeiten, müssen entsprechend berücksichtigt werden. Wir haben jetzt gesehen, welche Arbeitsbedingungen es zum Teil dort gibt. Das lässt uns nicht ruhen und deswegen müssen wir handeln. Auch Karl-Josef Laumann hat nicht nur im Deutschen Bundestag dazu gesprochen, sondern hat auch das Wort hierzu entsprechend ergriffen in den Gremien der CDU. Das liegt uns sehr am Herzen, wenn Sie auch beispielsweise in der Landwirtschaft über die Frage des Kükenschredderns, der Ferkelkastration sprechen oder der Anbindehaltung, dann ist das etwas, was uns umtreibt und wir sagen, wir brauchen hier eine Veränderung, die ist ganz dringend notwendig. Wir haben ferner auch über die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union, die deutsche Ratspräsidentschaft, gesprochen. Wir wissen, vor welchen großen Herausforderungen wir stehen. Wir wissen auch, das ist heute noch mal deutlich geworden durch die Wortmeldung unserer Europapolitikerinnen und Politiker, welche Erwartungen in Deutschland gesetzt werden. Und als CDU werden wir die Bundesregierung dabei in diesem Geiste begleiten, nämlich dass wir sagen, der Zusammenhalt in Europa ist aus unserer Sicht deutsche Verpflichtung und deutsche Staatsräson. Ferner haben wir zurückgeblickt auf die digitalen Maßnahmen, die wir hier im Adenauer Haus ergriffen haben. Zuletzt am Samstag der Abschluss unserer großen Beteiligungskampagne Deutschland Kick-off 2030. Eine extrem erfolgreiche Beteiligungskampagne für Mitglieder, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, die ihre Erfahrungen, ihre Ideen auch aus dieser Corona-Krise mit eingebracht haben. Daraus wird konkrete Politik. Und insofern freue ich mich, dass so viele tausende Menschen dieses Angebot angenommen haben. Und es war eine der erfolgreichsten digitalen Kampagnen überhaupt von politischen Parteien in Deutschland. Diesen Weg gehen wir entschieden weiter. Wir wollen Deutschlands modernste und digitalste Partei sein. Und dann darf ich einen Ausblick geben auf unsere traditionelle Aktionswoche von Schabbat zu Schabbat, die diesen Freitag beginnt. Das ist unsere Aktionswoche, in der wir auf das Thema Zusammenhalt und Antisemitismus eingehen und uns dazu bekennen, dass das jüdische Leben einen festen Platz hat in unserem Land. Und deswegen begehen wir von Schabbat zu Schabbat mit diesem Zeichen als CDU Deutschlands. Dann die erste Frage bitte an Herrn Blank. Herr Ziemiak, nachdem Söder am Wochenende gesagt hat, wer Kanzlerkandidat werden wolle, müsse sich in der Corona-Krise beweisen, sagen manche in der Partei schon, sie glaubten, dass Herr Söder die CDU jetzt dominieren wolle. Kann sich denn eine so große Partei, die CDU, eine Volkspartei, es gefallen lassen, wenn der kleine Partner CSU oder Herr Söder die CDU dominieren möchte? Wir sind zwei Schwestern und ich kann Ihnen sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU lange nicht mehr so gut war wie heute. Das liegt vor allem an den beiden Vorsitzenden, also Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder. Ich kann das von meiner Stelle auch sagen, die Zusammenarbeit auf der Ebene der Generalsekretär funktioniert ausgezeichnet, ist von einem großen gegenseitigen Vertrauen geprägt. Und jetzt geht es darum, sich um die konkreten Probleme im Land zu kümmern. Das tun wir gemeinsam in großer Verantwortung für Deutschland. Und insofern sind das nicht die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sondern wir arbeiten sehr, sehr gut, freundschaftlich, vertrauensvoll zusammen und kümmern uns ums Land. Herr Rinke, bitte. Herr Ziemiak, ich hätte ganz gerne einmal eine Frage zu Corona gestellt.
Und zwar, was Sie dazu sagen, dass diese Initiative über die Debatte Maskenpflicht ja ausgerechnet von dem CDU-Wirtschaftsminister losgetreten wurde in Mecklenburg-Vorpommern. Und zweitens, was das für die Fluggesellschaften heißt, denn das ist ja wohl auch kritisch diskutiert worden. Also will das CDU-Präsidium, wollen Sie Konsequenzen zum Beispiel für diesen Mittelplatz, der ja sehr umstritten ist bei den Flugreisen? Und eine Nachfrage nochmal zur K-Frage, die dann kommt, dass die CSU jetzt ihren Parteitag kurz hinter dem CDU-Parteitag macht, am 12.12. und dann in Nürnberg. Sehen Sie das als Zeichen, dass Herr Söder doch Ambitionen hat? Danke. Das müssen Sie bewerten. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist die Termine sind ja gegenseitig bekannt und insofern ist das nicht etwas, was uns auch heute in dieser Sitzung beschäftigt hat. Ich würde aber hellhörig werden, wenn der CDU-Parteitag in Nürnberg stattfinden würde. Erste Frage, Corona. Und zu Corona haben wir heute natürlich auch über diese Frage gesprochen, in welchen Bereichen muss eigentlich noch ein besonderes Augenmerk geworfen werden, wo vielleicht Abstände nicht eingehalten werden können, wo Menschen sehr dicht zusammenkommen. Das sind auch Flugzeuge, aber wir haben andere Verkehrsträger. Ich nenne zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr. Wer sich mal auch in Berlin mit offenen Augen durch die Stadt bewegt, der sieht, dass an vielen Stellen überhaupt die Maskenpflicht nicht eingehalten wird. Und deswegen werden wir uns das jetzt noch mal genau anschauen. Da brauchen wir aber entsprechende Lösungen, die für alle gelten und überall auch umsetzbar sind. Ja, bitte. Nein, wir haben als Partei weisen wir jetzt darauf hin und werden da sicherlich auch noch mal das adressieren, was wir heute getan haben, an die Bundesregierung, sich das noch mal anzuschauen und natürlich auch in Absprache mit den Bundesländern. Und dass jetzt diese Debatte kommt, ich kann Ihnen sagen, diese Maske schützt andere. Es geht nicht nur darum, was einen selbst belastet, sondern es geht auch im gesellschaftlichen Zusammenhalt darum, dass man auf andere Acht gibt. Und ich finde, ganz ehrlich, es ist nicht zu viel verlangt, eine Maske anzuziehen. Wir haben die Krise noch nicht überstanden. Und wir werden in eine Situation kommen, möglicherweise, wo Menschen auf sehr dicht zusammen sind. Und dann helfen Masken. Und deswegen gibt es keinen Grund, jetzt über eine Abschaffung der Maskenpflicht zu diskutieren. Dazu noch Frau Böse. Ja. Herr Ziemiak, ich würde gerne da anhaken. Es gibt eine Maskenpflicht, die ist vor allem auch in öffentlichen Verkehrsmitteln ja verpflichtend und trotzdem, ich benutze öffentliche Verkehrsmittel, sehen wir alle immer wieder Menschen ohne, die aber überhaupt nicht geahndet werden. Das wird weder kontrolliert, noch wird das irgendwie, keine Ahnung, mit Bußgeld oder anderen Sachen, vielleicht sollte man die Bahn dann auch verlassen müssen. Wie müsste man da agieren, um da noch ein bisschen mehr Disziplin zu erwirken? Jeder macht da ja seine Erfahrung. Das ist ja das, was ich gerade angesprochen habe. Ich teile Ihre Erfahrung, die ich selbst gemacht habe. Ich beobachte das hier in Berlin, dass das einfach nicht verfolgt wird. Nun ist das eine Sache, die jeder mal in seinem Verantwortungsbereich mal überprüfen sollte. Und ich kann hier für Berlin sagen, da müssen die Verantwortlichen im Land Berlin jetzt sich mal darum kümmern, wie das hier im öffentlichen Personennahverkehr eigentlich funktioniert, wer das kontrolliert und was die Sanktionen sind. Könnte ja. Man das bundesweit regeln müssen? Aber, also man kann alles bundesweit diskutieren, aber Entschuldigung, jeder vor Ort hat doch eine Verpflichtung. Und wenn ich hier in die U-Bahn steige, kann doch erstmal man damit beginnen, dass in der U-Bahn hier das auch durchgesetzt wird, bevor wir lange Diskussionen haben, wer dafür zuständig ist. Eigentlich die Rechtsgrundlage gibt es doch dafür. Es muss nur durchgesetzt werden. Aber ich weiß, dass dieses Land Berlin als Bundesland große Probleme hat, dass hier manches nicht funktioniert. Von der Zulassungsstelle bis über die Einwohnermeldebehörden. Stattdessen versucht man jetzt Gesetze zu machen, die die Polizei unter Generalverdacht stellt. Damit beschäftigt man sich hier. Aber die simpelsten Dinge funktionieren nicht. Aber dass jetzt die CDU-Bundesgeschäftsstelle noch dem Senat hier die Arbeit abnimmt, das kann eben auch nicht sein. Herr Schmidt, glaube ich. Ja, vielen Dank, Daniel Pokrake, ARD. Auch zwei Fragen. Zunächst einmal zum Thema Racial Profiling. Das sollte untersucht werden in einer Studie. Gibt es das in der deutschen Polizei? Jetzt sagt der Bundesinnenminister, so eine Studie machen wir nicht. Wie sieht das die CDU? Ist das wirklich nicht nötig, das zu untersuchen? Und die zweite Frage zum Thema BaFin und Wirecard. Herr Scholz möchte die BaFin reformieren. Wie sieht das die CDU? Ist da eine tiefgreifendere Reform notwendig bei all dem, was da gerade passiert ist? Oder reicht es da ein bisschen kosmetisch, was zu machen?
Ja, also zum Thema BaFin, das war heute kein Thema und insofern haben wir weder im Präsidium noch im Bundesvorstand darüber gesprochen, war jetzt auch nicht Teil in anderen Formaten, dass dazu einen Meinungsbildungsprozess gegeben hätte zu diesen Vorschlägen. Die Frage des sogenannten Racial Profilings, ich habe keine Veranlassung dazu, nach meinen auch Beobachtungen Gesprächen mit den Verantwortlichen davon auszugehen, dass in Deutschland Polizistinnen oder Polizisten aus rassistischen Gründen Personen kontrollieren. Das ist, und das sagen Ihnen auch alle, die sich damit beschäftigen, kriminalistische Erfahrungen, die zu einer zum Beispiel Personenkontrolle führen. Ich halte die Debatte, muss ich ehrlicherweise sagen, für nicht angebracht. Wir haben gerade in den letzten Tagen gesehen, dass wir ein Problem haben, vor allem mit Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten, mit Respekt, der immer weiter verloren geht, auch gegenüber Rettungskräften. Und insofern sollte man sich darauf konzentrieren. Und wir haben gerade es jetzt mal diskutiert, was wird eigentlich wo durchgesetzt. Beispiel Berlin. Stattdessen hängt man sich hier an Gesetzen auf, die die Polizistinnen und Polizisten unter Generalverdacht stellt, anstatt der Polizei den Rücken zu stärken und vor allem dafür zu sorgen, dass die Polizei entsprechende Möglichkeiten hat, durchzugreifen. Herr Rinke, dazu jetzt nochmal? Oder dann erst noch Herr Blank. Sie hatten noch eine Frage. Ja, zu der Maskenpflicht im Handel und zum Maskentragen allgemein. Gab es da heute einen Beschluss der CDU-Spitze oder hat man das noch allgemein festgestellt? Man hat es nicht nur allgemein festgestellt, sondern bekräftigt. Es war einhellige Meinung des Bundesvorstandes und des Präsidiums, dass die Maskenpflicht notwendig ist. Sie ist ein Mittel, um uns zu schützen, um andere zu schützen. Das Abstandhalten ist selbstverständlich ein ebenso wichtiges Mittel. Das Händewaschen, das Desinfizieren, alle Vorkehrungen, die wir sonst so treffen. Aber die Maske ist eben ein Bestandteil und es gibt jetzt keinen Grund, davon abzuweichen. Dann habe ich noch eine Frage, Herr Rinke. Die Parteivorsitzende hat gestern im Interview gesagt, dass es die drei bekannten Kandidaten gibt und möglicherweise auch noch Kandidaten und Kandidatinnen dazukommen. Deswegen die Frage, was heißt diese Andeutung? Ist es eine Andeutung, dass Sie schon von weiteren Leuten wissen, die ihr Interesse bekundet haben? Und wo ist der Stand, wie viele Bewerber und Interessenten, die möglicherweise auch noch nicht nominiert sind, gibt es derzeit? Also, die Vorsitzende hat zu Recht darauf hingewiesen, dass diejenigen, die jetzt im Gespräch sind, namentlich Armin Laschet, Norbert Röttgen, Friedrich Merz, dass diese Liste nicht abgeschlossen ist, weil ja auch auf dem Parteitag ein Delegierter oder eine Delegierte aufstehen können und sagen können, sie möchten gerne kandidieren oder jemand anderen vorschlagen. Deshalb bis zum Parteitag selbst und sogar noch auf diesem kann man sich bewerben. Insofern wird die Liste nicht abgeschlossen sein. Mir ist bekannt, dass vor dem Parteitag im April es eine Reihe von Initiativbewerbungen gab, die hier ins Haus gekommen sind von Mitgliedern, aber auch von einigen Personen, die noch nicht Mitglied der CDU sind, aber gerne Vorsitzender oder Vorsitzende werden wollten. Wir haben diese Briefe beantwortet mit dem Hinweis darauf, wie es funktioniert, nämlich zum Beispiel, indem man vom Kreisverband nominiert wird für den Vorsitz der CDU Deutschlands. Insofern sind das die bekannten Namen, die jetzt diskutiert werden. Und bis zum Parteitag kann man sich logischerweise noch bewerben. Dann noch eine letzte Frage. Ja, danke. Dazu auch nochmal. Herr Hans hatte vorgeschlagen, dass die Parteivorsitzende sich vor der Sommerpause nochmal mit den drei Kandidaten zusammenschließt und darüber redet, wie der Ablauf sein könnte, der Fahrplan bis zum Dezember. Wird so ein Treffen geben oder wird sie das einzeln mit den Kandidaten machen? Hat sie da was gesagt? Also die Vorsitzende steht im engen Kontakt mit allen drei dieser Namen, die ich gerade genannt habe. Und da stimmt man sich eng ab. Und das, was der Ministerpräsident des Saarlandes gesagt hat, ist ja richtig. Man muss miteinander im Gespräch sein. Man muss miteinander über das Verfahren ja auch sprechen, bis zum Parteitag selbst. In welcher Form das stattfindet, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, die Vorsitzende steht im engen Kontakt mit allen. Dann vielen Dank für den Besuch. Dankeschön.